Geht jetzt ein Kampf ins Haus im Schwergewicht zwischen John Bones Jones und Alexander the Mauler Gustafsson. Der kann alles. Wirklich herausragend ist zwar keine seiner Techniken, aber dafür ist es eben gerade diese Mischung, dieses Allround-Talent, das ihn als Gegner so unangenehm macht. Egal wie ein Kampf verläuft, der fühlt sich immer pudelwohl. Es ist vor allem sein Kinn aus Stahl, das ihn als Gegner so unangenehm macht. Der hält einfach sämtlichen Schlägen stand. Und wenn man da zu früh seine Kraft verschwendet, dann rächt sich das irgendwie. Ehemaliger Champion im Mittelschwergewicht hat wirklich eine beeindruckende Statistik vorzuweisen. Gäbe es da nicht diesen einen klitzekleinen Makel? Ja, ich weiß, was du meinst. Diese eine mickrige Niederlage gegen Matt Hamill aus dem Jahr 2009. Eine äußerst umstrittene Entscheidung war das, als der Ringrichter den Kampf wegen angeblicher illegaler Ellbogenstöße abbrach. Schnelligkeit, das ist sein Spezialgebiet. Und damit kann er nicht nur immer wieder exzellent ausweichen, sondern auch seine eigenen Angriffe ins Ziel bringen. Da hat es jeder Gegner schwer. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Die beiden heutigen Kämpfer sind gleich alt. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 18 wins, 7 losses. He stands 6'5" tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander the Mauler Gustafsson. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a look-see-do fighter, holding a professional record of 26 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 6'4" tall, weighing in at 225 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, ladies and gentlemen, he is the former UFC light heavyweight world champion, John Bones Jones! You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. You will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. Da klatschen sie sich ab und jetzt gehen sie erstmal wieder in ihre Ecken. John Jones, Alexander Gustafsson. Zwei absolute Legenden im Halbschwergewicht treffen heute aufeinander. Zum dritten Mal, muss ich sagen. Nachdem sie sich ja schon 2013 und 2018 im Oktagon begegnet sind. Ja, beide Male verlor Alexander Gustafsson gegen John Jones. Das will er heute natürlich wieder wettmachen. Der nächste Schlag, der nächste Treffer. Eine unglaubliche Präzision, die er da an den Tag legt. Die Kicks von Alexander Gustafsson sind natürlich klasse. Und
Da war wieder so ein Treffer, da war wieder so ein krachender, so ein knallharter Kick. Das ist schon wirklich beeindruckend, wie er da immer wieder in seinen Fights diese Kicks bringt. Starker Ellbogen, stark zum Kopf. Mit dem Jab findet er die Lücke. Das war nicht einfach, aber er kommt hier durch. Jetzt hagelt es hier Treffer. Oh, schöner Haken zum Kopf, aber daneben. Ja, ja, aus dem Takedown wird nichts. Gut verteidigt. Da hören Sie die Anfeuerungen für John Jones. Ja, da kommen jetzt die Aufforderungen von Coach Greg Jackson aus der Ecke. John Jones soll wieder in den Stand kommen. Ja, er vermeidet den Takedown. Oh, 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 das Knie hat wehgetan. Nein, der Schlag kommt nicht an. Er setzt hier den nächsten Schlag. Ja, macht er gut. Er verhindert den Takedown. Ja, schön abgefangen. Niemand kann... Er holt sich hier den Takedown. Wieder einmal, möchte man fast sagen. Er ist wirklich ein Experte, der Takedown. Schön von unten zum Kopf gegangen. Gut gemacht von Gustafsson. Gustafsson setzt zur Guillotine an. Oh ja, jetzt wird's gefährlich. Alexander Gustafsson mit der versuchten Submission. Und was die Submissions angeht, ist er ja ein echter Spezialist. Immer wieder klasse, wie der die anbringt. Er schafft es, sich zu befreien. Er hat einen Cut. Er hat einen Cut an der Augenbraue. Ja, gutes Ground and Pound zum Kopf. Da ist die Half-Guard. Ja, gutes Ground and Pound. Ja, ja, da erwischt er ihn am Kopf. Er hat gesessen, da war der linke Punch. Jones geht wieder in die Half Guard. Hey, stop. Mit diesem Treffer zum Kopf ist hier fast schon alles vorbei. Eigentlich eine super Submission. Macht das eigentlich richtig gut bei dieser Submission. Ja, früher hätte er diese Submission eben vermutlich bis zum Ende durchziehen können, aber heutzutage klappt das nicht mehr. Ja, die Submission-Verteidigung hat sich stark weiterentwickelt. Alexander Gustafsson, der Name steht natürlich für Power. Hat viele seiner Kämpfe schon in der ersten Runde gewonnen und ist einer der vielversprechendsten jungen Kämpfer. Jetzt der rechte Punch, aber gescheitert. Was werden wir jetzt sehen? Es gibt zwei Optionen jetzt im Clinch. Dirty Boxing oder den Takedown. Ja, das war ja fast nicht anders zu erwarten. Früh im Kampf geht er hier in den Clinch. Ja, aber betrachte das mal aus taktischer Sicht. Je früher du hier in den Clinch gehst, desto länger dauert der Kampf, desto müder wird auch dein Gegner. Mehr als 41 Treffer hat John Jones schon gelandet. Und zwar mit einer Trefferquote von 56%. Hier gegen Alexander. Den Leg Kick wird er ab. Ja, der Kick kommt an. Gute Arbeit gegen den Takedown. Klasse Punch von Gustafsson. Schöner Kopftreffer. Aber den John Jones, den kümmert das überhaupt nicht. Der steckt das einfach so weg. Ja, das frustriert natürlich, wenn dein Gegner solche großartigen Nehmerqualitäten hat. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Er wehrt den Takedown-Versuch ab. Schöner Leg-Kick von Jones.
Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Da kam der Leg Kick. Erneut da der Körpertreffer von Alexander Gustafsson. Kopftreffer im Clinch von Gustafsson. Er schenkt seinem Gegner einen mit der rechten ein. Ja, und die hat gesessen. Er steht hier gerade ziemlich neben sich, findest du nicht? Ja, nach dem Treffer gerade ist das auch kein Wunder. Der zeigt schon Wirkung. Der Punch sitzt. Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Oh, der Superman-Punch schlägt rein. Er geht in die Rechtsauslage. Schöner Schlag auf den Körper. 10 Sekunden noch. Die zweite Runde ist gleich vorbei. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Da schlägt der Punch ein. Super Körpertreffer. Ein toller Kniestoß. Exzellenter Körpertreffer. Über zu wenige Angriffe konnten wir uns in dieser Runde nicht beklagen. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Ja, der Punch. Ah, kein Treffer. Da muss sein Gegner hier den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat er nicht aufgepasst. Hat hier seine Deckung vernachlässigt. Schöner Treffer von Jones. Jetzt wird's interessant. John Jones im Clinch. Was kann er jetzt zeigen? Der Clinch ist natürlich eine seiner großen Stärken. Auf dem Gebiet gehört er zu den allerbesten in der ganzen Geschichte. Über 71 Treffer hat John Jones gelandet. Und zwar mit einer Trefferquote von 50%. Hier im Kampf gegen Alexander Gustafsson. Und wieder ein Angriff, der genau da landet, wo er landen soll. Er ist wirklich extrem treffsicher. Ein schöner Schlag. Ja, der hat gut getroffen. Ja, schöne Rechte von Gustafsson. Und der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Oh ja, oh ja, der Ellbogen zeigt Wirkung. Jetzt sind sie beide wieder auf den Beinen. Oh, was für ein Uppercut. Oh ja, satter Kick zum Bein. Und da geht er zum Boden. Klasse Rechte von Jones. Ja, die Hälfte der Kampfzeit ist um. Er kommt nicht aus der Full in die Half Guard. Jones mit den heftigen Treffern am Boden. Er ist in der Half Guard. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Ja, er ist in der Side Control. Gute Arbeit von unten, schöner Punch zum Kopf. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Guter Punch zum Kopf, toll gemacht. Von Gustafsson. Och, dann nutzt er hier die bessere Position aus und landet Treffer um Treffer. Ja, man kann sich sicher vorstellen, dass die nicht leicht zu verdauen sind, wenn die so auf dich einpassen. Gustafsson scheitert mit diesem Passversuch. Das macht er gut da auf dem Boden. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Jones mit dem Kick, aber daneben. Der rechte Punch und der Treffer. Das war die dritte Runde in diesem Titelkampf. Dieser Ellbogenschlag führt zum Niederschlag.
Hier ist nochmal dieser Ellbogenschlag, der zum Knockdown geführt hat. Ellbogen, ja, und das ist der Niederschlag. Und es geht weiter, die vierte Runde. Nur wenige können John Jones im Boxen was vormachen. Er ist einfach ein super Boxer. Schöner Punch von Gustafsson. Oh Mann, dieser Cut sieht katastrophal aus. Er blutet wie verrückt. Ja, das könnte das Ende bedeuten. Oh, schön ausgewichen. John Jones hatte Erfolg mit seiner Strategie. Landen immer wieder harte Körpertreffer. Und da ist der Takedown. Endlich wird er sich vermutlich denken. Er hat es ja etliche Male versucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er aus dieser Position machen wird. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er diese dominante Position nicht gleich wieder verliert, wo er doch so oft versucht hat, in den Takedown zu kommen. Ah, er ist in der Full Mount, das sieht gut aus. Ja, er geht voll auf den Körper. Und da richtet er sich auf. Jetzt geht's gleich runter. Schön von unten gearbeitet, was für ein Punch. Ja, gute Arbeit zum Körper von Jones. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Gute Arbeit von oben in der Kruzifix-Position. Jones versucht, am Arm anzusetzen. Oh, das macht seinen Arm nicht mehr lange mit. Ah, wie er ihm da die Schulter verdreht, das ist die Entscheidung. Das hat er heute Abend fantastisch gemacht. Er hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Schöner Takedown. Eine schöne Aktion also am Ende dieses Kampfes. Überzeugende Submission. Und damit ist er hier der Sieger dieses heutigen Fights. Ladies and gentlemen, Referee Herb Deans called the stop for this contest at 3 minutes, 26 seconds of round number 4. For the winner by submission, John Jones! Ja, meine Damen und Herren, mit einer grandiosen, mit einer wirklich guten Submission hat er sich heute Abend zum Sieger gekämpft. Er sollte sich eigentlich bei seinem Gegner bedanken. Wenn du dich gegen einen solchen Submission-Spezialist auf den großen Kampf einlässt, ja, dann ist die Submission ja eigentlich nur logisch. Mannequin, don't squash the benches like it's Anakin. Smoking cannabis, but ain't no journals that I'm handling. Like, who brings a composition to the competition? There's gonna be some consequences when I'm. Now let me turn into the judge and throw the book out. This queuing on the Barbie like a cookout. This rhyme is dedicated to every MC I took out. And ones that got the best in me, so all y'all. Look, ayo, I chef mad flavors. Pictures the energy, it's like a lifesaver. Shave it off the top, it's sort of like a lightsaber. She's greater, he's greater. Of the flat, that's why I don't write rhymes, I write checks. Might rewrite.
sacrifice your life if the price set. Mic check, 1, 2, 1, 2. It's the Denzel coming out of the zoo. Carol City, what I breed. Dissect the flow so you can see what I bleed. Put it all together and it forms the one thing. Captain Planet, I'm on my packing cannons to crack Atlantis. It's so incredible. Thank you.
For the day that I blow this open, money like hocus pocus at the club with a bunch of brokers. Also, I can poke the bogus. Hang eyes, trap, trap. Put you all over my Snapchat. Damn, man, so fat, fat. Gotta get you home like stat, stat. Red light, green light. Red light, green light. Red light, green light. Stuck at the stoplight. Red light, green light. Red light, green light. For. Shot my three, who's keeping score? Too late to wait anymore. 1 mile till we make it home. Get a bag, get paid, get low. Ben Frank, don't stop, press go. Pick it up, lot of money on the floor. Keep shaking, 100 days, 100 poles. Gang eyes, trap, trap. Put you all over my Snapchat. Damn that, so fat, fat. Gotta get you home like stat, stat. Red light, green light. Red light, green light. Red light, green light. Stuck at the stoplight. Red light, green light. Red light, green light. Red light, green light. Two twins in the back of the black Cadillac light. Oh,
crushing, blood spilling, tears are pouring. It seems the will is never filled, mentally exhausted, overworking, take another pill, or to keep the owner of the corporation stacking billions. These corporations manipulating our daily lives, got us exasperated, working through all our days and nights, sacrifice your leisure time to end up at the 9 to 5 and work until you are deceased without a single moment for peace. Never still, it just keeps rolling down the hill, nobody tries to stop it. Don't get a copy, get you killed, you'll be a trending topic. A call up in the wheel, a sacrifice to the point of death being built. Caught up in the matrix, virtual digital minds. We don't memorize phone numbers or directions when we drive. We don't even have to go shopping to get our food and buy things. We only push a button, we didn't even have to try. Can't even lift an eye away from my phone. Talking to Instagram live just so I don't feel alone. Clutter my Twitter feed with my deepest feelings and thoughts. My page is public, but my sense of conversation is blocked. I validate myself through followers just to feel important. Instead of living in the moment, I much rather record it. Nobody knows my first name, but know my Snapchat handle. I'm just a millennial, you're trapped in social media standards. Off of the planet, we're coming for you, damn it. With a cancellation.
so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Bitch, I'm a player, I'm too stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Maria, Shabaria, Maria Area, the original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey and Marion Dictionary, I'm swearing up and down, they can spit this shit hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Trigger happy, packy, but it's black ink. You have the bad beats, even that means take a backseat. Take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet, what attracts these people. There's my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you better gotta have.